Das genau Gelder. So. Okay, also mir ist jetzt schon eine Sache aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, wie ich später hier durch die Bäume laufen soll. Weil eigentlich halte ich nur die R-Taste gedrückt und bewege meinen Analogstick in alle möglichen Richtungen. Und sehe sowas wie Wege oder sowas absolut nicht. Ah, super. Ich wollte eigentlich auf diesen Baumstamm hier drauf. So. Aber gut, hier hätte ich sowieso den Baum berühren müssen. Den Boden berühren müssen. Tja. Der hat sich auch ins Wasser gepackt. Haha. Was ist mit dem denn jetzt los da hinten? Ah. Was willst du denn jetzt? Komm hier hoch. Voll die Pussy. So, komm mal mit hier. So, und ich muss jetzt klettern. Alter. Okay, ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Gucken, ob ich irgendwie hoch kann. Ja. Ist echt nicht mehr so offensichtlich wie früher bei den Teilen, wo man lang muss wegen den Bäumen. So, nehmen wir die Federn mit. Eine zumindest. Oh. Alles ist gut. Na hoda, wa gat ni gohroni. Yatte wa kwenyo agwego yange ni haraunge. Ga a ga der har de zinyora agwego a seroroge. Ga de ga isere ya de ga yeri zinigo yange ni ya. Tont kur harige. Weitere Vogelfedern finden, 3 Stück. Gucken, ob ich irgendwie hochkomme. Ah, okay, so. Auch da. Ja gut, doch, so sieht man die Wege. Also man sieht schon die Wege, wo man lang muss. Dann hier ist noch eine. Irgendwo hier. Da kann ich an den Baum hoch. Sieht zumindest so aus, als ob ich da den Baum hoch könnte. Na, da muss ich da irgendwie rüber. Komm hoch. Muss irgendwie auf den anderen Baum da hinten rüber. Ja, so. Jetzt frage ich halt nur, wo der letzte ist. Wo ist denn die letzte Feder? Wirklich? Nee, das war Zoom. Aussichtspunkt. Vielleicht sollte ich einfach mal synchronisieren gehen. Ich glaube, das ist das Adlernest. Das ist, glaube ich, dieser Aussichtspunkt, oder? Nee, ist er nicht. Wo ist denn die dritte Feder?
Hier ist die dritte Feder. Okay. Komm da hoch. Hier an der Seite vielleicht? Okay. Alle drei. Und jetzt kann ich dann die Mission abgeben gehen. Da. Hinten muss ich irgendwo lang. Einfach auf den Boden fallen lassen. Und fertig. Fauler Sack. Jetzt gehen wir jagen. Ja, sehr gut, der Dumm, mein Denny, Wahraroro, geht da nur gar nicht. Aguah, ja, no wonder, der Gott der Ratzrawiaha. Was kannst du überhaupt? Und das ist Zero Zuzi, was gar nicht so. Und Guri Hunya, Kanadakta, Ezot Kudina Gerenio, Ton di Jadora de. Ja, wir gehen jagen. Innerhalb des Suchgebietes einen Hasen finden und erlegen und häuten. Okay. So, da ist ein Hase. So. Zack! Oh, es wird gehäutet. Jetzt müssen wir einen Ort finden, in dem sich Tiere sammeln. Was muss ich jetzt machen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Jagd. Eine Falle da liegen, wo sich Hasen versammeln. Das ist also hier, oder wie? Ja, hier. Da. Hinweise analysieren. RB halten, um die Falle Gerätrad auszuwählen. Dann Y halten, okay. Also erstmal muss ich die Falle fallen. So. Gut. Dann bringen wir die hier an. Okay, größeres Wild. Jetzt muss ich nämlich einen Hirsch aufspüren. Habt ihr schon einen gesehen gerade? So. Jetzt wollen wir erstmal einen Hirsch finden. Da ist einer. Hinweise analysieren. Hier muss ein Hirsch eigentlich sein. Ja, Kayagwire Danukahure Aunaya Anka Daksa de Ne Kanehum. Negi Gaskayada Gesnu Sage Ankaste Zi Anjena. Onakis Kena Sun Ange. Toga Oskenundu Ayungeniga Amadego. Takwaderoro. Okay, anpirschen. Jetzt gibt's nochmal so ein Jagd-Tutorial. Damogatahutose Auntake Igura Dihato. Okay, eine Idee. Ich werde jetzt mal hier einen Köder hinlegen. Köder. Ey! Verdammt! Das habe ich wirklich gesehen? Okay, das war einfach bad. Ich
Ich werde das diesmal anders machen. So, probieren wir das nochmal. Zack! Oh nein, den Rohr geht. Wie noch heute, der hat uns auch. Jetzt haben wir den Hirsch geholt. Häupen wir den auch? Wow, guck mal, voll blutig. Was hier übrig bleibt. So, jetzt müssen wir noch die Fallen holen gehen. Ich frage mich, was das für einen Sinn hat. Also bisher der einzige Sinn, der mir so in den Sinn kommen würde, wäre das quasi als Medizin zu benutzen. Essen. Da ist der Hase. Oder halt wegen Geld. Ja, aber. Hasenpelz, Hasenfleisch. Alter, ihr habt denn hier schon drei Hasen erledigt. Mehr als eine Tierart jagen. Köder und Pfeile kombinieren, um ein Tier zu bekommen. Okay. So. Ich will mal meine Jagdkünste jetzt hier probieren. Denn ist auf jeden Fall ein Hirsch. So. Machen wir das wieder so. Ich habe hier noch Köder. Oh, kommen gleich zwei Hirsche. Das ist ja mal interessant. Wenn du schon mal da bist, nehme ich dich auch gleich. So, habe ich schon mal von zweien. So. Ein Tier. Zwei Tiere. So. Wunderbar. Was haben wir hier denn? Das ist Hirsch. Ein Hirsch hat hier den Boden markiert. Das heißt, jetzt werden mir alle Hirsche angezeigt, oder wie? Das sieht nach Hase aus. Nee, das ist auch Hirsch. Was ist das denn? Liegt ein toter Hase. Den habe ich aber nicht erlegt. Hm, egal, nehme ich einfach mal. Wer es findet, darf es behalten. So, jetzt hätte ich mal hier Köder. Falle mit Köder. So, werde ich hier mal eine Falle positionieren. Kann ich hier irgendwie eine Falle aufbauen? Ich habe es mit den Fallen nicht so recht verstanden, muss ich ehrlich sagen, wo man Fallen positionieren soll. Da hinten sind, glaube ich, Füchse oder sowas. Ja, dann ist ein Fuchs. Hier werde ich einfach mal mit dem Bogen erledigen. Hab dich. Das ist dann mein zweites Tier. Jetzt brauche ich nur noch Hasen irgendwie bekommen. Ja.
so Hasen bekommen. Die will ich halt mit Köder und Falle irgendwie bekommen. Ich hoffe, dass ich noch verstehe, wie ich diese Fallen hier aufbauen kann.